Servus Freunde, herzlich willkommen zum neuen Video. Ich stehe gerade im Winterberg auf dem Parkplatz. Ich will euch heute mal mitnehmen, ich will euch alle Strecken zeigen. Das Dirt Masters Festival ist genau 2 Wochen her. Da wurden noch 2 bzw. 3 neue Strecken gemacht. 2 an dem Hang von dem Langsamlift, wo jetzt auch die Kyrillstrecke und so ist. Da gibt es 2 neue Enduro Trails, genauso wie die Blackline, die wurde auch neu gelegt. Genau, die gehen wir auch checken, genauso wie alle anderen Strecken. Ich verlinke euch einen Zeitstempel unten in der Videobeschreibung. Wenn ihr skippen wollt, könnt ihr das gerne machen. Ansonsten alle Strecken, Bikepark Winterberg, here we go, let's go! Thank you.
Alles gut? Vielen Dank. Thank you.
Wow! Ah, hier teilen sie sich. Wow! Boah, dickes Loch. Kann man geppen. Oh, hoho. Frage ist, wo kommen wir hier gleich raus? Hui! Jo! Ah, Matsche! Geil, nur wo sind wir? Ja, verschollen im Winterberg, Jungs! Wir hatten die Vermutung, dass der Weg hier nach unten, dass da einmal um den Berg rumführt, wie oben gibt es ja auch einen Weg, der einmal um den Berg rumführt von der Bikestation. Dem ist nicht so. Jetzt müssen wir hochschieben, weil die Beschilderung ist noch nicht so ganz prickelnd. Zum Glück haben wir auf Google Maps geguckt. Staubig hier. Aber cool. Ich sehe keine Wurzel. Hier ist richtig sketchy. Rutsche hier. Also nassen, das ist glaube ich schon eine Nummer hier. Junge, geil. Die ist echt geil. Bam. So Freunde, wer richtig Eier hat, kann sie auch auf die Backline wagen. Die ist rechts. Bin die auch noch nie gefahren, seitdem die neu sind. Die Rockshox Kicker und so sind übrigens weg, meine Freunde. Hier wird einmal komplett umgebaut. Dicker Case, Freunde. Aber das war die Slope. Beziehungsweise der Rip-Off.
Papa! Boah, das ist eine richtige Kante jetzt. Boah, ich sehe nichts. Geil. Zwischen den engen Bäumen. Jawohl. Jetzt wird Cardio trainiert. Ja. Anstrengendste Strecke in ganz Winterberg. Richtig windig heute. Ah, das war die Jumpline. Auf ein neues. Die rutschigsten Kurven in ganz Deutschland hier zünden. So, hier vorne wurde das gleiche Blacklight umgesteckt. Hier müssen wir uns oben halten. Ziemlich sketchy. Das ist jetzt die neue. Ging das Hinterrad weg. Inside. Und runter. Ui. Richtig geil, Alter.
Freunde, das war's mit dem Video. Der Bikepark Winterberg hat doch mittlerweile verdammt viele Strecken. Also ich war echt erstaunt. Ich war jetzt zwei halbe Tage war ich da dran, euch das Video zu drehen. War selbst erstaunt, wie lange man doch auf den Strecken unterwegs ist, obwohl echt nicht so viel los war hier im Bikepark. Aber mir hat es Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr seid jetzt schlauer und wisst, welche Strecken es hier gibt, welche ihr euch zutraut. Genau, und dann wünsche ich euch, weil die meisten werden es jetzt schauen, sehr wahrscheinlich vom ersten Parkbesuch, ganz viel Spaß hier. Habt eine gute Zeit hier. Und ansonsten, wenn es euch gefallen hat, abonniert doch gerne meinen Kanal. Gibt es auch viel crazy Shit vom Radfahren, Downhill-Rennen und so. Würde mich freuen. Ansonsten würde ich sagen, habt eine gute Zeit. Geht aufs Rad. Ciao.